Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Hey, Brüder und Schwestern. Wer zum Teufel sind Sie denn? Earthguards letztes Bataillon. Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Da ist unser Wagen. Los jetzt! Wir haben uns gefunden. Zum Wagen. Los, los! Wow, wir bekommen Besuch. Unitologen. Naja, immer noch besser als Necromorphs, denn denen können wir einfach den Schädel von den Körpern trennen. Und zwar so. Zack, den nächsten hinterher. Da platzen sie die Schädel. Bam! Okay, wir sollten weitergehen. Ich denke, hier kommen immer wieder neue. Nein, 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 nein. Wow! Hier lang. Sie sind hier unten. Isaac, Bewegung. Los! Entdeckung. Meine Güte, was ist denn los mit den Jungs? Granaten? Hier geht's ja zu wie in Call of Duty. Und hier schon wieder zwei. Einer hätten wir. Na, wo ist der nächste? Da drüben rennen sie rum. Okay, wenig Munition. Munition wäre super. Hat hier irgendjemand Munition dabei? Medikit. Munition nehmen wir mit. Medikit, na gut, meinetwegen nehmen wir auch mit. Was, wir sind schon wieder voll? So viel Munition haben wir. Schauen wir gleich mal rein. Meine Güte, woher haben wir die ganzen Medikits? Die hier kommen weg, die kleinen brauchen wir nicht unbedingt. Und dann nehmen wir hier die Munition mit. Einmal die hier drüben und einmal noch bei dem hier. Dankeschön. Norton, das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses Arsch. Mieses Arsch, geiles Deutsch. Oh Mann, Isaac, wo sind wir hier nur wieder reingeraten? Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Wir haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Endzeitprophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte, wo ist er? Ich weiß es nicht. Mann, die machen ja hier wirklich vor gar nichts halt. Aber wir auch nicht. So, die beiden Jungs hätten wir. Der eine da drüben hat doch bestimmt Munition für uns. Naja, ein Medikit. Munition wäre mir lieber gewesen. Mist. Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Alles klar, versuchen wir's. Ups. Ups. Genau meine Rede. Moment, was haben wir hier drüben? Nochmal so ein Medikit. Aber sonst können wir hier keine Sachen mitnehmen. Na gut, gehen wir weiter. Ich muss ja sagen, dass Dead Space hier hat einen ganz anderen Anfang als wie die anderen Teile. Eben viel offener, heller, nicht im Weltall, beklemmend und erdrückend. Und natürlich viel, viel actiongeladener. Bin ich mal gespannt, wie die ganze Sache hier weitergeht. Bis jetzt keine Spur von Horror. Na komm, die Munition, die nehmen wir mit. Alles klar, geht gerade noch so rein. Lebt hier unten noch jemand? Hm, merkwürdig. Wer die denn umgebracht? Hier waren wir doch noch gar nicht. Wow. Also hier sieht sie aus. Meine Güte! Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu.
Wir sind zu viele geworden. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Earthgov? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Also hier ist eine ganz große Nummer am Laufen. Aber ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir weiterkommen. Join us! Tja, mein Junge. Wärst du lieber mal weggeblieben. Dieser Sekte kann man nicht trauen. Ziemlich langer Weg nach unten. Oder nach oben. Ich denke mal eher nach oben. Bringt ihn her. Also Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Oh Gott, und es wird noch schlimmer. Die kommen rein. Aber wir sind bereit. Na, wir helfen mal ein bisschen nach. Wow, die Dinger sind zäh. Wiedergeburt, Evolution. Necromorpher Abschaum. Wer kann an sowas nur glauben? Nehmen wir gleich mal hier ein Medipack. Und schauen mal ins Inventar rein. Na, wir haben mehr als genug. Also Munition und Medipacks findet man hier sehr, sehr viele, wie ich finde. Ugh, was für eine Sauerei. Okay, damit wäre der rote Marker aktiviert. Ist doch ein roter. Es gibt ja drei Stück. Schwarz, Rot, Gold gibt's auch noch, soweit ich weiß. Ist schon wieder alles eine Weile her. Lieber mal hier drauf treten, man weiß ja nie. Genauso wie den hier. Tja, damit wäre die Kolonie verloren. Denn sobald hier der Marker aktiviert wird, wird wohl jeder hier von den Necromorphs verspeist. Okay, hier drüben noch. Also Munition hätten wir mehr als genug. Und Medikits. Die wir wohl auch gleich gebrauchen können. Verdammt, Evolution! Sie beginnt! Na, aber wir sind schneller. Hatten wir hier noch Munition? Hier drüben? Nee, ein Medikit. Aber hier hätten wir. Medikit.
Gehen wir hier noch ran. Schon wieder ein Medikit. Also. Moment, hier drüben noch. Ach ja, ein Medikit. Ich dachte, wir hätten hier Munition. Na gut, weiter geht's. Jetzt geht's wieder nach unten. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Danik war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Dies ist eine Notfallmitteilung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dieser Bereich bis auf weiteres abgeriegelt. Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie drin, Fuß unterwegs. Oh Mann, hier sieht's ja aus. So schnell beginnt die Evolution. Merchandise. Hui. Also der ist ziemlich gruselig. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit zum Schleichensiegen ist aufgebrochen. Okay, schon wieder neuen Besuch. Oh Mann, wird ja immer schlimmer hier. Gleich mal hier einen schocken und einfrieren. Irgendwie halten die Dinger viel mehr aus. Früher konnte man die Gliedmaßen einfacher wegballern. Wow, hinter mir. Und noch einer. Wow. Die Dinger hauen auch noch ganz schön zu ohne Schädel. Naja, zum Glück haben wir mehr als genug Medipacks. Alles klar, die Bande hätten wir. Das Kleine hier nehmen wir gleich mal mit. Meine Güte, nervt er rum. Nochmal extra für dich. Oh, der eine geht außen rum. Munition, sehr schön. Oh, hier kommt der nächste. So ein Mistvieh. Moment, wir brauchen erstmal ein bisschen Energie. Und zwar nehmen wir einmal so eins hier. Yep. Damit wären wir wieder voll. Alles klar. Schauen wir noch ganz schnell hier drüben, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Aber es scheint so, als hätten wir alles gelootet. Verdammt. Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Danics Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Danics Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Tja, wir sind mal wieder schneller. Anordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Isaac Markzüge, okay, den hier einmal hier rüber bitte. Und dann müssen wir gleich den nächsten draufziehen. So, das sollte passen. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Okay, Treibstoff, das wäre dann wohl dieser hier. Stopp! Na, noch ein kleines Stück. So.
Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Hey, Moment mal. Warum kann ich mich denn nicht hier... Okay, ich will noch hier drüben hin. Wem gehört wer? Oh, da drüben kommen ja noch mehr. Warte, ich will noch hier ran. Alles klar, mitgenommen. Weiter geht's. Munition. Medipack. Na gut, nehmen wir mit. Und jetzt schauen wir, dass wir hier rauskommen. Morten, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Ja, das ist der richtige Zeitpunkt, Isaac. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war aus Russland auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann brach der Kontakt ab. Mit ihrer extremen Kennis ist sie am Leben und Fuchsteufels will, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Mann, es wird ja immer schlimmer hier. Also bis jetzt hat Dead Space 3 wirklich gar nichts von Horror. Spielt sich eher wie ein Shooter. Aber es kann ja noch werden. Erstmal schauen, dass wir hier rauskommen. Scheiße! Hauptbatterie verloren. Isaac, schwingen Sie Ihren Arsch her. Bin ja schon da. Keine Panik, das kriege ich hin. Alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt oder nie, Isaac. Kommen Sie! Okay, hier ist mein Taxi. Nichts darf übrig bleiben. Raketen haben viel Erfahrung. Abschuss in 5, 4, 3, 2, 1. Captain, ich hab ihn. Bringen Sie uns hier raus, jetzt! Yes. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Nick hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mehr an. Korber, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört.